88% meiner Zuschauer haben kein Abo. Um nichts mehr zu verpassen, abonniert den Kanal und nehmt als Dank die Glocke mit. Und wenn euch das Video gefällt, zeigt es mit eurem Daumen. Ach, und wenn wir gerade schon dabei sind, folgt mir auch auf Instagram, Facebook, Twitter und Twitch. Danke für euren Support. Hey Boozer, ich hab da so ein Zeug für deinen Arm gefunden. Boozer? Oh shit. Boozer! Hey! Ja. Wow, wow, wow! Oh shit! Scheiße, Deke! Fast hätte ich dich umgeballert. Lass mich mal den Arm ansehen, ja? Nein, oh nein! Lass mich mal den Arm ansehen. Alles ja, gut! Gut! Hey, Deke! Danke, Mann. Das wird schon, okay? Das wird wieder. So, herzlich willkommen zurück zu Days Gone. Wir müssen in das Hinterhalt-Camp beim Kaskadefunkturm. Okay, da werden wir das mal machen. Es regnet mal wieder. Wieso regnet es hier so viel? Ich weiß es auch nicht, Leute. Arnold ist ja am Schütten. Aber na gut. Wir düsen mal los. Achtung, nicht gegen das Tor. Hallo. Okay. Gute V-Künste hier. Nein, Moment mal. Wir holen hier. Alter, hier sind voll viele. Voll viele Bäume. Aber das wollte ich eigentlich nicht. Hallo. Näher ran. Warte mal. Der da ist noch draußen. Okay. Und dann einmal noch hier drüben. Kann man die nochmal so ein bisschen plündern. Sehr schön. Und dann können wir weitergehen. Okay, Navi sagt hier rechts rum. Links rum. Zeig ich rechts anstatt links. Sowas passiert mir eigentlich so gut wie gar nicht. Aber nur gut. Also, Wolf. Was geht hier ab? So, voll offroad. Sie haben anscheinend ein paar Automatikgewehre und Schrotflinten mitgenommen. Pass auf dich auf. Scheiße, Cope. Danke für die Info. Ich helfe, wo ich kann. Cope, Ende. Okay. Ja, wir machen jetzt trotzdem mal hier die andere Mission. Ich weiß gerade gar nicht, was das so war. Wieder so ein X auf der Minimap. Oh! Moment. Sind wir schon da? Einigermaßen. Falter! Da sieht mich einer fast. Okay, ich glaube, wir sind schon da. Wirklich? Wirklich? Bist du dir ganz sicher, Kollege? Was zum Teufel? Oh. 1 von 10. Das heißt, hier sind noch 9 andere. Okay. Dann schauen wir uns mal um. Bike lassen wir mal stehen. Vor allem, das macht ja ziemlich einen Lärm. Alter. Muss ich die aber dann tauschen? Oh, hier ist eine Schrotflinte. Oh, aber keine Munition eigentlich, gell? Das ist doch mies. Aber trotzdem geil. Eigentlich schade jetzt, dass wir die andere Waffen Munition. Ich weiß nicht, ob wir Munition behalten. Aber dass wir die Waffe liegen lassen müssen. Ist ein bisschen schade. Aber nun gut. Was zum Teufel redest du? Cope hat etliche Leute bewaffnet bis zur Halskrause. Und jeder von denen würde dich sofort abschneiden, wenn er nicht. Da kommen welche! Ja, los! Boah, Alter!
Autsch. Woher kam der? Wieso schießen die? Wissen die, dass ich hier bin? Tarnung wiedergewinnen. Hat dich ein Gegner entdeckt, versuche den Sichtkanal zu unterbrechen und entdecken zu gehen. Früher oder später brechen sie die Suche ab. Hoffen wir es einmal. Da scheinen auf dem Dach. Müssen wir aufpassen. Es wäre es halt cool, die alle zu markieren, aber wir dürfen halt auch nicht entdeckt werden. Hä, wo ist denn der? Hier einmal. Ja, guck, der weiß gar nicht Bescheid. Uff, der hat mich nicht gesehen, aber der schaut ja auch in die andere Richtung. Da oben war einer. Wie viel haben wir noch? 8 Stück, gell? Das sind eigentlich einige. Ja, wo rennt er hin? Ah, da kommen wieder welche. Der oben auf dem Dach, der ist schon ein bisschen gefährlich eigentlich. Hier ist jemand. Nein, ich bin nicht mehr da. Ich bin schon längst weg. Was, wenn der jetzt weggehen würde? So, warte mal. Können wir ja noch plündern? Schrottinventar voll. Der oben auf dem Ding. Weiß nicht mehr, ob der da ist. Ist da was? Okay, gut aufpassen. Nachschub. Oh, Sturmgewehrmunition hatte der. Ach mal, schön. Da ist noch einer. Die Frage ist, der auf dem Dach, ob der wieder weg ist oder nicht. Müssen wir mal ein bisschen nachschauen. Mal schauen, nicht so schnell hier hoch, nicht, dass uns einer entdeckt. Ah, oh, toll, da ist einer. Okay, oder wir gehen jetzt ganz schnell hoch. Ist gar nicht mehr da. Okay. Ah! War das der? Ich weiß es nicht. Vielleicht, ich weiß es wirklich nicht. So, hier kriegen wir nichts mehr. Da hinten läuft noch einer. Hallo? Hier haben wir Benzin. Da war doch was. Ist was? Da draußen jemand? Der hat mich vielleicht ein bisschen gesehen. Weiß es nicht. So, drehe ich wieder um. Gehe mal wieder in die andere Richtung. So ein Headshot. Alter, schreit die. Wir haben halt eigentlich alles gerade voll, gell? Also wir sind eigentlich schon richtig gut aufgestellt. Die Frage, ob hier einer ist, ob das noch dazugehört. Also dazugehören wir schon, aber wie es da eben ausschaut. Und hier wieder eine Schrotflinte. Hier ist alles zu. Okay, dann gehen wir mal. Schauen wir mal. Hey, das sind schon noch einige, gell? Sollten noch einige sein. Ist hier noch Munition von meinem Sturmgewehr? Ich weiß ja nicht, wie viel Munition ich überhaupt insgesamt tragen kann. 18, okay, das
Hört sich ein bisschen weniger an, wir haben immer mehr gehabt. Gerade beim Polizeiauto könnten wir vielleicht auch ein bisschen mehr rausholen. Das heißt, vermutlich haben wir jetzt auch genug Munition. Die Frage. Da ist auch nicht mehr so viel mitgezählt. Jetzt haben wir hier oben. Wenn man auf die Minimap schaut, nach oben noch rot. Jetzt wäre hier jemand. Ah, hier kommen wir rein. Oh, Alter, da steht noch einer. Ich hoffe, der sieht uns nicht da vorne. Ah, nichts gesehen, Kollege. Wenn du jetzt herkommst. Nicht auf die Entfernung. Eigentlich ganz cool, hier kommen wir so lautlos rumlaufen, wenn wir zielen. Lappeninventar voll. Hört sich auch mal geil an. Alter. Nein! War das nicht geplant? War das ganz und gar nicht geplant? Eigentlich können wir das Benzin noch nutzen, oder? Sag mal so, just for fun. Es spinnt rum. Boom. Das hat auch nicht so viel gebracht, aber na gut. Schauen jetzt beide eigentlich in die eine Richtung. Mal gucken, ob wir hier irgendwo noch rumkommen. Nochmal Benzin. Ich frage, ob es auch wirklich nur noch zwei sind. Das weiß ich eben auch gerade nicht genau. Vielleicht sind ja noch mehr da. Naja, komme ich gar nicht richtig hin, wo ich hin wollte. Scheiße, komm. Wie viele sind von dir angepisst, ne? Alter, das tat weh. So, nehmen wir mal mit. Den haben wir schon geplündert, da haben wir aber voll gehabt. Schön, da so ein Fragezeichen. Alter, eine Splittergranate. Sehr schön. Okay, das muss der Generator sein, aber er scheint völlig hinüber. Mal gucken, ob wir das alles reparieren können oder wollen wir noch was brauchen. Das sollte reichen. Na, also. Fallen lassen!
Wenn du noch Kugeln hättest, wäre ich schon tot, oder? Bitte, Mister. Ich schieß nicht auf Frauen, wenn ich nicht muss. Und? Muss ich? Ich habe nichts. Und ich weiß nicht, wohin. Großer Gott. Alles klar. Mal sehen, ob sie hier irgendwo einen unterirdischen Bunker haben. Okay. Liegen die da? Ich glaube hier, oder? Können wir hier vielleicht rein? Ich schau einfach mal. Da ist er. Durch die Luke. Okay, da liegen noch ein paar Sachen. In der Box ist nichts. Das da können wir auch nicht mitnehmen, oder? Nee, ist auch voll. So, und was finden da unten Tolles? Gut, die Ausrüstung. Oder vielleicht doch Tote. Okay, ja, sieht eher aus wie ein Unterschlupf. Ich weiß halt nicht, aber hier, Lampen sind an. Ja, okay, ich habe eigentlich den Strom auch wieder eingeschalten. Ist hier irgendwas Tolles? Nur irgendwas? Ist ja gar nichts. Ja, mal was, eine Karte? Baseballschläger. Schrott. Hallo, eine Karte. Sie haben ziemlich viel markiert. So, Mission abgeschlossen. Koblenz Camp. Ah, da geht's mit dem Vertrauen ganz schön nach oben. Für die Fahrt aufrüsten. Okay. Herstellungsrezept freigeschalten. Hinterhaltecamp-Dinger. Neiger besetzter Baseballschläger. Das hört sich doch mal nach einem Schläger an, Leute. Da, es ist vermutlich nichts. Klang wie Motorengeräusche. Irgendwo in den Bergen. Ich habe gerade den Funkturm für Copeland gesäubert. Ich kletter mal rauf, vielleicht sehe ich ja was. Ja, wieso ist hier was Neues? Mal Munition auffüllen. So, kostet... okay, können wir direkt von da machen. Aber wieso steht jetzt hier was Neues? Seltsam. So, wir gehen nach oben. Schauen mal, was da oben vor sich geht. Oh, schon mal eine schöne Aussicht. Denke ich mal. Hey Dick, alles klar? Du klingst nicht wie du selbst. Es ist nichts. Dieser Drifter hat nur schneller gezogen als ich und zum Glück hatte sie ja keine Munition mehr. Du hast sie gehen lassen, stimmt's? Okay. Fuck. Ja, ich ließ sie gehen. Eines Tages, Dick, wird dein Ehrenkodex dich umbringen. Ja, naja. Am Ende sterben wir alle. Spielt's eine Rolle wie? Dicken Ende. Oh, scheiße, war das anstrengend. Okay. Mal sehen, was Busa gehört haben will. Du hattest recht. Auf dem Berg ist jemand. Ich sehe Rauch von einem Lagerfeuer. Oh, verdammte Scheiße. Ich wusste es doch. Wo sind sie? Ich werde hinfahren und... Oh, verdammt, Busa. Du musst deinen Arm schonen, damit wir endlich hier wegkommen. Ich kümmere mich drum. Ach Mist, es ist nur, ich drehe hier allmählich durch, Dick. Versuch wach zu bleiben, falls sie zu dir wollen. Dicken Ende. Okay, was ich jetzt hier ein bisschen krass finde. Also okay, sehen tun wir jetzt gerade eigentlich nicht viel. Aber so eine fette Stadt wäre doch auch geil, weil wir hier jetzt doch ziemlich ländlich oder extrem hier in einem Wald sind, in einem Gebiet. Aber so eine fette Stadt wäre doch auch geil. So, können wir irgendwie runterrutschen?
Ich muss fitter werden. So, ich hoffe, da unten wartet keiner. Oh, da überrascht mich wieder. Dann kommen ja die Tuse wieder zurück mit Munition. Oh, die hat ihre Waffe fallen lassen. Fast geschafft. Na, nach unten ist ja nicht so schwer wie nach oben, Kollege. Die Scheiße bringt mich um. So, war ich gar nicht so schwer hier ein bisschen hoch. Ich muss Buse am Leben halten. 18%. Rauch auf dem Berg. Da sollten wir dann eben hin. Aber im nächsten Part würde ich mal sagen, ich bedanke mich fürs Einschalten und wir sehen uns im nächsten Part dann wieder. Bis dahin, wieder schauen und reingehauen.